Mir hat eine Leserin kommentiert auf dem Blogpost, den ich geschrieben habe, zur Wahlsteuerklasse 3.4 beziehungsweise, 3.5 beziehungsweise 4.4, dass sie mit ihrem Mann die Steuerklasse 3.5 hat und sie aber bewusst keine Steuererklärung abgeben, weil sie dann eine Nachzahlung hätten, denn das hätte ihnen der Lohnsteuerhilfeverein ausgerechnet. Ist das so eine clevere Idee, keine Steuererklärung dann abzugeben? Wie soll ich sagen? Also clever trifft es für mich nicht ganz. Illegal trifft es besser. Okay. Also es verstößt zum einen gegen geltendes Recht, weil sie ist einfach nach dem Gesetz verpflichtet, also die beiden Ehegatten sind einfach nach dem Gesetz verpflichtet, ihre Steuererklärung abzugeben. Und zum anderen eben, wie gesagt, hat das Finanzamt den Liquiditätsvorteil ja gewährt im Vertrauen darauf, dass jeder seinen Teil der Abmachung einhält. Das Finanzamt hat unterjährig seinen Teil der Abmachung schon eingehalten. Ob das dann okay ist, sich dann mit dem Vorteil klammheimlich aus dem Staub zu machen, das muss halt jeder für sich entscheiden. Was ich dazu, also das ist halt meine sehr persönliche Auffassung ist, Fakt ist, dieses Geld luchse ich ja nicht irgendeiner anonymen Behörde ab oder auch nicht irgendwie den bösen Politikern, auf die ich vielleicht gerade sauer bin. Sondern im Grunde luchse ich dieses Geld jedem von uns ab. Ich luchse das meinem Nachbarn ab, ich luchse das meinem besten Freund ab, ich luchse das sogar meiner eigenen Großmutter ab. Die Kosten der Bundesrepublik Deutschland werden auf alle Steuerzahler umgelegt. Wenn sich da welche aus der Affäre ziehen, bedeutet das, dass alle anderen, auch mein Nachbar, mein bester Freund und meine Großmutter, mehr bezahlen müssen, weil ich vielleicht meinen Teil nicht geleistet habe. Ja. Weil die Bundesrepublik Deutschland kostet deswegen ja keinen Cent weniger. Und ich muss auch sagen, wenn das auffliegt, und irgendwann wird das auffliegen, dann wünsche ich den Herrschaften viel Vergnügen, weil mit einem enttäuschten Finanzamt zu verhandeln, das macht gar nicht richtig viel Spaß. Ist das dann schon Steuer? Nee, Steuerhinterziehung ist es ja nicht, weil die Steuern wurden ja gezahlt. Oder ist es doch ein Teil von Steuerhinterziehung? Das ist ein Teil von Steuerhinterziehung. Ah, also die Definition von Steuerhinterziehung ist ja grundsätzlich, dass Steuern nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt worden sind. Siehe Uli Hoeneß, ja. Genau, und dass ich das mit Absicht getan habe. Und in dem Fall würde ich jetzt mal sagen, nachdem ja der Lohnsteuerhilfeverein bereits ausgerechnet hat, dass mit der gesetzlichen Verpflichtung, die Steuererklärung einzureichen, eine Nachzahlung verbunden ist, da komme ich aus der Diskussion vom Vorsatz ganz schlecht wieder raus. Richtig. Weil da weiß ich es schon und mach's trotzdem ganz bewusst nicht. Also das dann wegzudiskutieren, dass das mit Absicht passiert ist, das wird halt echt schwierig. Menschen, die überhaupt schon mal eine Steuererklärung eingereicht haben, die sind sowieso auf dem Radar. Die kommen aus der Nummer sowieso nicht raus. Das betrifft also, wenn dann tatsächlich nur die, die noch nie eine Steuererklärung abgegeben haben, dass die noch ein Stückchen U-Boot fahren könnten. Aber wie gesagt, also das macht es nicht weniger illegal. Ja. Das macht es auch nicht weniger unerfreulich, wenn es denn dann irgendwann mal auffliegt. Also ich kann es wirklich, wirklich nicht empfehlen, da U-Boot zu fahren. Und ich gehe auch davon aus, dass die Finanzämter, wenn sie dann soweit sind, aus eigener Kraft solche Dinge nachzuvollziehen auch, dass die reichlich unentspannt damit umgehen werden. Ja. Also ich habe im Coaching eine Frau gehabt, die ist Steuerklasse 1 mit Kind. Und die hat noch nie eine Steuererklärung abgegeben, wo ich etwas große Augen bekam, denn ich dachte mir, also gerade mit Kind Steuerklasse 1, da gibt es doch mit Sicherheit Steuerrückzahlungen. Der Gesetzgeber verpflichtet uns ja nicht dazu, uns eine Rückzahlung, also eine Rückerstattung zu holen. Wenn wir sagen, naja, okay, also bis ich mich lang hinsetze und die blöde Steuererklärung mache, auf die 200 Euro ist gepfiffen, dann, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das Finanzamt ist in erster Linie mal daran interessiert zu gucken, hat der Staat denn noch was zu kriegen? Ne? Yeah, genau. Und wenn ich eine Erstattung zu erwarten habe und keine Steuererklärung einreiche, dann ist es mein Privatvergnügen. Das nennt sich die sogenannte Antragsveranlagung. Also alle, die jetzt nicht die keine Pflicht haben, eine Steuererklärung abzugeben, die dürfen eine abgeben, wenn sie sich davon was erwarten. Und das ist eine Antragsveranlagung, das heißt, da wird auf meinen Antrag das Finanzamt eine Veranlagung durchführen. Und der Charme daran ist, das kann ich 4 Jahre rückwirkend machen. Und wenn ich das mache und es stellt sich raus, dass ich was nachzahlen müsste, kann ich meinen Antrag wieder zurückziehen. Ach,
Das ist ja toll. Das ist eine ganz coole Geschichte. Also wenn ich tatsächlich nach dem Gesetz nicht verpflichtet bin, eine Steuererklärung einzureichen und ich reiche eine ein und es kommt eine Nachzahlung dabei heraus, dann kann ich meinen Antrag zurückziehen und kann sagen, okay, dann stelle ich den Antrag eben nicht. Ja. Und dann gibt es auch, weil kein Antrag, gibt es auch keine Veranlagung und weil keine Veranlagung, gibt es auch die Nachzahlung. Ja. Also wird alles wieder rückabgewickelt. Also im Grunde kein Risiko, ne? Genau. Deine Steuererklärung endlich mal zu machen. Genau. Ja? Und es geht ja mittlerweile wirklich auch, es gibt ja tolle EDV-Programme, mit denen es geht. Und ich finde auch, die Lohnsteuerhilfevereine machen einen guten Job. Da werden mich jetzt wahrscheinlich meine Kollegen wieder lünchen dafür. Aber also gerade im Bereich der Arbeitnehmerveranlagung, finde ich, machen zumindest die großen und die guten Lohnsteuerhilfevereine wirklich gar keinen schlechten Job. Und das heißt, es ist bezahlbar, eine Steuererklärung abzugeben. Ja, genau. Als Arbeitnehmer ist das kein Megadrama. Und da lohnt es sich einfach mal nachzugucken, wenn man noch nie was gemacht hat. Mal einmal gucken, was käme denn da raus, wenn ich das machen würde? Und das ist manchmal echt gar nicht so übel.